Guten Tag, liebe Zuschauer. Wir freuen uns sehr, Sie auch heute wieder auf Klagemauer TV begrüßen zu dürfen. Seit letzten Sonntag ist das Passagierflugzeug vom Flug MH370 der malaysischen Airline über ein Jahr verschwunden. Nach wie vor fehlt anscheinend jede Spur des Flugzeugs. Die Massenmedien lieferten hierfür bislang keine plausible Erklärung. Ihr Resümee lautet, dass die Maschine in den Indischen Ozean abgestürzt sei. In alternativen Medien wie im Internet kursieren hierzu eine Vielzahl von Theorien und Spekulationen. Das ist nur allzu verständlich, denn in der heutigen Zeit mit den gigantischen Überwachungstechnologien und sonstigen technischen Möglichkeiten erscheint es sogar dem Laien schwer verständlich, dass ein Flugzeug einfach vom Erdboden verschluckt sein soll. Bei Klagemauer TV gab es zu dieser brisanten Thematik sehr interessante Einsendungen, die zum einen Fakten und Ungereimtheiten aufzeigen, aber auch Parallelen zu anderen Ereignissen darlegen. Was immer mit dem Passagierflugzeug vom Flug MH370 auch passiert sein mag, eines scheint sicher. Der Öffentlichkeit werden wesentliche Fakten vorenthalten. Zum einen wird der Funkverkehr des Piloten der malaysischen Airline unter Verschluss gehalten. Das Nachrichtenportal Before It's News meldete, dass sowohl der Funkverkehr, Radardaten als auch sämtliche Aufzeichnungen des Flughafens gesperrt wurden. Dies ist aber bei derartigen Vorfällen äußerst ungewöhnlich. Es stellen sich unweigerlich die Fragen, wer hat denn ein Interesse daran, dass diese Daten der Öffentlichkeit vorenthalten werden? Und warum diese Geheimhaltung? Dass es augenscheinlich ein solches Interesse an Geheimhaltung gibt, dafür sprechen unter anderem die Erlebnisse von Sarah Bejcek. Ihr Lebensgefährte Philipp Butt war Passagier des verschollenen Flugzeugs. Bejcek wollte sich nicht mit den in ihren Augen fadenscheinigen Erklärungen zufrieden geben. Sie kämpfte offensiv für eine gründliche Aufklärung des Falles. Daraufhin geschahen eigenartige Dinge. Es wurde mehrmals in ihre Wohnung eingebrochen. Sie erfuhr massive Belästigungen durch obszöne Fotos, die ihr auf ihr Handy geschickt wurden. Und schließlich bekam sie sogar Morddrohungen. Wäre dies der Fall, wenn das Flugzeug einfach nur aufgrund eines Defekts in den Ozean gestürzt wäre? Ebenfalls äußerst seltsam war das Verhalten der malaysischen Luftsicherheitsbehörden. Nachdem das Flugzeug den malaysischen Luftraum verlassen hat, schaltete es sein elektronisches Kennzeichen, den sogenannten Transponder, ab. Danach flog die Passagiermaschine quasi als unbekanntes Flugobjekt auf einem zudem abgeänderten Kurs wieder über malaysisches Gebiet zurück. Es konnte ab da zwar per Primärradar wahrgenommen werden, jedoch ohne Identifikation. Die malaysische Luftwaffe schickte dem Flugzeug aber keine Abfangjäger entgegen, um nach dem Rechten zu sehen. Das gehört ja eigentlich zu den Standardprozeduren in solchen Fällen. Wieso und auf wessen Veranlassung kam es zu diesen gravierenden Abweichungen vom 1x1 der Flugsicherheit? Weckt das nicht Erinnerungen an den 11. September, als seinerzeit ebenfalls keine Abwehrflugzeuge ausrückten, nachdem die vermeintlich entführten Flugzeuge den Kontakt abbrachen und von der Flugroute abwichen? Weitere Ungereimtheiten ergeben sich auch aus den spektakulären Suchaktionen im südlichen Indischen Ozean bis vor die Küste Australiens. Die Daten für diese Suche lieferte das Satellitensystem Inmarsat. Dieses wird von Amerikanern, Briten und Israelis betrieben. Auffallend hierbei ist, dass Inmarsat sich weigerte, die Rohdaten der Satellitenaufnahmen herauszugeben. Es wurden daraufhin lediglich Daten zur Verfügung gestellt, die von Inmarsat interpretiert waren. Oder sogar manipuliert, wie kritische Beobachter mutmaßen. Denn die spektakuläre Rettungsaktion aufgrund dieser Daten blieb letztendlich erfolglos. Das gab Anlass zur Frage, ob die Betreiber von Inmarsat die Suchaktion möglicherweise absichtlich in eine falsche Richtung gelenkten hatten. Noch ein wesentlicher Aspekt, der auf Antworten wartet. Die GPS-Daten des Fluges wurden im Zusammenhang mit dieser Suche erstaunlicherweise so gut wie gar nicht thematisiert. Und das, obwohl heutzutage auch moderne Flugzeuge ihre GPS-Daten über verschiedene Netzwerke senden, sodass auch Laien über Internetflüge mit nur geringem Zeitversatz mitverfolgen können. Sollte dies bei MH370 als außerordentliche Ausnahme nun nicht der Fall gewesen sein? Der ehemalige malaysische Premier Mahathir Mohamad äußerte sich misstrauisch. Mohamad wörtlich: Flugzeuge verschwinden nicht einfach. Sicherlich nicht heutzutage. Bei all den mächtigen Kommunikationssystemen, Funk- und Satellitenverfolgung
sowie digitalen Kameras, die nahezu unendlich lange arbeiten können und riesige Speicherkapazitäten besitzen. Nun, das absolut Erstaunlichste und vor allem auch Beängstigende beim spurlosen Verschwinden der Passagiermaschine vom Flug MH370 ist, dass diesen offenen Fragen und Ungereimtheiten nicht nachgegangen wird. Dass die Angelegenheit nicht durch Offenlegung aller Informationen vollständig geklärt wird. Zumindest das wäre man Flugreisenden schuldig, damit sich Ähnliches nicht wiederholt. Warum also diese Heimlichtuerei? Zur Klärung dieser Fragen erhalten Sie einen gesonderten Bericht durch das Studio Nürnberg. Bleiben Sie dran. Danke, Studio Rottweil. Seit über einem Jahr ist das Passagierflugzeug von Flug MH370 der malaysischen Airline verschollen. Möglicherweise wurde das Passagierflugzeug über den Malediven zuletzt gesehen. Es gab nämlich übereinstimmende Zeugenaussagen von Bewohnern einer Insel der Malediven, die bekunden, einen extrem tieffliegenden weißen Jumbojet mit roten Streifen gesehen zu haben, was dem Aussehen von MH370 sehr nahe kommt. Für die Inselbewohner war dies ein besonderes Ereignis, da laut ihrer Aussage noch nie ein Jet so tief über ihre Insel geflogen sei. Interessanterweise flog die MH370 bei den letzten mutmaßlichen Kontakten mit dem malaysischen Radar auch eher in Richtung Westen, also in Richtung der Malediven, und nicht in Richtung Süden. Die große Suchaktion fand jedoch nicht in der Nähe der Malediven, sondern aufgrund der Daten des britisch-amerikanischen Inmarsat-Satellitenbetreibers weit entfernt, nämlich vor der Küste Australiens statt. Wollte man so die Aufmerksamkeit in ein ganz anderes Gebiet lenken? Der ehemalige malaysische Premier Mahathir Mohamad bezeichnete seinerzeit die Suchaktion vor Westaustralien als Verschwendung von Zeit und Geld. Er beschuldigte die CIA, über das Verschwinden des Flugzeugs Bescheid zu wissen. Auch die malaysische Zeitung Utusan Malaysia verdächtigt die CIA, in den Vorfall verwickelt gewesen zu sein. Doch gibt es hierfür Indizien? Ein wichtiges Indiz ist in diesem Zusammenhang, dass laut Informationen des Enthüllungsjournalisten Gerhard Wisniewski vom US-Militär genau am Tag des Verschwindens des Flugzeugs eine große Übung in der Region abgehalten wurde. Inhalt dieser Übung? Ein Flugzeug verschwindet und muss gesucht werden. Dies weckt abermals Erinnerungen an den 11. September 2001, als genau am Tag der Anschläge auf das World Trade Center ein Großmanöver stattfand. Inhalt dieses Manövers? Terroristen kidnappen Passagiermaschinen, um sie als fliegende Bomben in Hochhäuser zu lenken. Auch bei den Bombenanschlägen von London 2005 und beim Boston-Marathon 2013 gab es seltsamerweise genau am gleichen Tag Übungen staatlicher Spezialeinheiten mit genau dem Inhalt, wie es sich später in der Wirklichkeit ereignete. Beim Terroranschlag von Anders Breivik entdeckt man bei genauerem Hinsehen das gleiche Muster. Und auch hier wurde genau am selben Tag eine Übung mit identischem Inhalt abgehalten. Kann es wirklich nur Zufall sein, dass derartige Übungen immer genau mit großen Terroranschlägen zusammenfallen? Bei einer derartigen Häufigkeit wohl kaum. Wussten also die US-Militärs auch im Falle von MH370 mehr, als sie in der Öffentlichkeit zugeben? Bei genau diesen und ähnlichen Fragen lässt sich die Weltöffentlichkeit beständig mit nicht zufriedenstellenden Antworten und Darlegungen abspeisen. Und weil die Weltöffentlichkeit nicht darauf besteht, dass sämtliche Ungereimtheiten vollständig aufgeklärt werden, wiederholen sich dubiose Ereignisse wie das scheinbar spurlose Verschwinden eines Flugzeuges immer und immer wieder. Nicht zuletzt auch deshalb, weil unabhängige und unzensierte Berichterstattung nicht für jeden zugänglich ist. Machen Sie, liebe Zuschauer, daher bitte auf unsere Sendungen aufmerksam. Denn, wie sagte es bereits Abraham Lincoln, man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu unserem heutigen Medienkommentar. Bereits seit über 3 Wochen befinden sich die von der Donetsker Volkswehr ausgehändigten Flugschreiber der in der Ostukraine abgestürzten malaysischen Passagiermaschine nun in der Hand internationaler Experten. Obwohl diese zu den wichtigsten Beweismitteln zählenden Aufzeichnungsgeräte unbeschädigt sind und offensichtlich auch nicht nachträglich manipuliert wurden, erhielt die Öffentlichkeit bisher keinerlei Untersuchungsergebnisse. Dies ist nicht nur merkwürdig, sondern mittlerweile extrem auffällig, denn damit wird Tag für Tag deutlicher, dass die genaue Ursache des Absturzes von MH17 offenbar gar nicht aufgeklärt, sondern bewusst vertuscht werden soll. Auch auf die 10 kritischen Fragen der russischen Regierung zu den Ungereimtheiten des Flugzeugabsturzes, die Sie in unserer Klar-TV-Sendung vom 23. Juli finden können, blieb der Westen, namentlich die US-Regierung, bis heute jede Antwort schuldig. Der Umstand, dass wir gar nichts hören, lässt vermuten, dass der Flugschreiber genau das belegt, was mittlerweile als höchstwahrscheinlich gilt, nämlich ein Abschuss durch ukrainische Kampfjets. Möglicherweise sind auf dem Flugschreiber die angsterfüllten Notrufe der Cockpit-Besatzung, vielleicht deren Todesschrei zu hören. Wenn Experten und höchste Regierungskreise jedoch schweigen, wird es Zeit, von anderer Seite Licht in die Frage zu bringen, wer oder was ist wirklich verantwortlich für den Absturz von MH17 und den Tod von 300 Zivilisten. Hier einige Hintergrundinformationen, die in der öffentlichen Berichterstattung bisher weitgehend verschwiegen wurden. Ein OSZE-Untersuchungsteam stellte bereits fest, dass Teile des Rumpfes der MH17 mit Löchern übersät sind, die nur von Geschossen aus größeren Maschinengewehren stammen können. Der ukrainische Kampfjet Su-25 verfügt über eine entsprechende bordeigene Schnellfeuerkanone. Typische Beschädigungen sind auch von malaysischen Flugsicherheitsexperten festgestellt worden. Einschüsse in das Cockpit, die sich an dem Wrackteil genau nachvollziehen lassen, sind sehr wahrscheinlich auf dem Flugschreiber zu hören. Das Untersuchungsteam der OSZE hat hingegen keine Beweise dafür gefunden, dass die Maschine mit einer auf dem Boden gezündeten Luftabwehrrakete abgeschossen wurde, wie es das Weiße Haus in offiziellen Erklärungen behauptet hatte. Doch was könnte ukrainische Kampfjetpiloten dazu bringen, dem wahnsinnigen Befehl zum Abschuss einer ausländischen Passagiermaschine tatsächlich Folge zu leisten? Laut dem russischen Fernsehsender Russia Today, der sich auf die russische Nachrichtenagentur Interfax beruft, hätte der Angriff auf MH17 eigentlich der Regierungsmaschine von Wladimir Putin gegolten. Der russische Präsident befand sich am 17. Juli auf dem Rückflug vom BRICS-Treffen in Brasilien und soll die Route von MH17 kurz vor 17 Uhr, also rund 20 Minuten vor dem Absturz der malaysischen Maschine, in einer Höhe von 10.100 Metern nahe Warschau gekreuzt haben. Da die Regierungsmaschine Putins eine ganz ähnliche Form und Lackierung wie die malaysische Airline in den Farben Weiß, Blau, Rot hat, könnten die ausführenden ukrainischen Kampfjetpiloten demnach Befehl erhalten haben, die malaysische Passagiermaschine anzugreifen und gleichzeitig der Annahme sein, es handle sich um die Regierungsmaschine Putins. Weshalb aber trifft es ausgerechnet und wiederholt die kleine malaysische Airline, die nur über wenige Großraumflugzeuge verfügt? Ein malaysisches Gerichtsurteil aus dem Jahr 2012 lässt aufhorchen. Darin werden Tony Blair, der ehemalige britische Premierminister, und George Bush, ehemaliger US-Präsident, in deren Abwesenheit als Kriegsverbrecher aufgrund der gefälschten Beweise für einen Kriegseinsatz gegen den Irak im Jahr 2003 verurteilt. Das Kriegsverbrechertribunal von Kuala Lumpur war auf Initiative des früheren Ministerpräsidenten von Malaysia entstanden. Im Jahr 2013 verurteilte dasselbe Tribunal Bush und 7 weitere Personen aus seiner Regierung zudem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nachdem hochrangige UN-Beamte die Zeugenberichte von ehemaligen Gefangenen im Irak und in Guantanamo bestätigt hatten.
Malaysia hat sich übrigens gegenüber der Spitze des westlichen Machtblocks, den USA, nicht nur einmal schlecht benommen. Auch mit der Einführung einer eigenen edelmetallgedeckten und dollarunabhängigen Währung im Jahr 2010 hatte man sich bereits den grundlegenden Spielregeln der westlichen Finanzelite widersetzt. Natürlich sind diese Hintergrundinformationen letztlich keine Beweise, wohl aber wichtige Hinweise darauf, dass es sich bei dem Absturz von MH17 und dem ominösen Verschwinden von MH370 bereits im März 2014 durchaus nicht um einen Zufall gehandelt haben könnte, sondern eher um eine gezielt geplante Reaktion und Einschüchterung. Wenn innerhalb weniger Monate ein und dieselbe Airline, die staatliche Malaysian Air, getroffen wird, gilt es unbedingt, die Hintergründe genauestens zu untersuchen. Insbesondere eine unverzügliche und lückenlose Auswertung der Flugschreiber unter den Augen unabhängiger internationaler Experten hätte durchgeführt werden müssen. Da dies aber nicht geschieht, bleibt der Absturz von MH17, eine Boeing 777, am 17.07., kurz nach 17.17 Uhr, bis heute eine tragische Katastrophe, welche die Massenmedien weiter dazu nutzen, um sie den sogenannten prorussischen Separatisten und letztlich Wladimir Putin in die Schuhe zu schieben und diese als die eigentliche Gefahr hinzustellen. Bitte helfen Sie daher mit, die wahren Kriegstreiber und Terrorkommandos aufzudecken, indem Sie diese Sendung weiterverbreiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr waches Mitdenken. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.